Essener-Meditation Nummer 9. Dienstagabend, Engel der Kraft. Setze dich aufrecht und entspannt hin. Nimm deinen Atem wahr, wie er kommt und geht. Ich betrete den ewigen und unendlichen Garten in Ehrfurcht vor dem Himmelsvater, dem heiligen Logos, von dem ein Strahl als Christus Logos inkarnierte, in Liebe mit ihm verbunden. In Ehrfurcht vor der Erdenmutter, Gott, Heiliger Geist, in Liebe mit ihr verbunden. In Ehrfurcht vor der heiligen, reinen und rettenden Lehre, in Liebe verbunden mit allen Lehrerinnen und Lehrern. In Ehrfurcht vor Gott, dem einen Gesetz, dem Gesetz aller Gesetze. In Liebe mit ihm verbunden. In Harmonie mit allen Kindern des Lichts, mit allen Menschen, in Liebe mit dem Gott in ihnen verbunden. Engel der Kraft, gehe ein in meinen Körper und leite alle meine Taten. Unsere Taten sind Früchte, die wir durch uns selbst hervorbringen. Ohne Taten sind wir wie ein Baum, der keine Früchte trägt, und wie tote Menschen unter Lebenden, und wir sprechen die Sprache der toten Menschen. Was ist eine Voraussetzung für die volle Entfaltung unserer Tatkraft? Innere Freiheit. Innere Freiheit haben wir, wenn wir ganzherzig zu unserem Vorhaben stehen können, ohne Selbstzweifel, ohne Angst vor Kritik von außen. Das heißt, wenn wir unsere Gedanken, unsere Gefühle, die wir durch unsere Handlung zum Ausdruck bringen, mit unserem ganzen Sein bejahen. Das gibt uns Freude und Tatkraft. Gleiten wir tiefer hinein in den ewigen,
und unendlichen Garten in Einheit mit dem Himmelsvater, das heißt im Bewusstsein unseres Geist-Seelen-Ego-Selbst. In Einheit mit der Erdenmutter, das heißt, unser Geist-Seelen-Ego-Selbst, unser wahres Selbst, wahrnehmend, fühlend, spürend. Engel der Kraft, gehe ein in meinen Körper und leite alle meine Taten. Wir wenden uns den Sternen zu, so wie es uns Jesus der Christus gelehrt hat. Wir besinnen uns auf die Sterne, auf ihre Strahlen, ihr Licht und öffnen uns ganz der kosmischen Kraft der Sterne, um sie mit unserem Nervensystem aufzunehmen. In Ehrfurcht nähern wir uns dieser Kraft, um ihr Geheimnis zu erfahren. Öffnen wir uns ganz, um uns erfüllen zu lassen von der Vibration des Engels der Kraft. Das Beobachtende in uns lässt uns wahrnehmen, welche Empfindungen dieser Himmelsbote in uns auslöst. Fühle, spüre diese Empfindungen, nimm sie wahr. Das Beobachtende in uns lässt uns wahrnehmen, was der Inhalt dieses Himmelsboten ist. Fühle. Spüre ihn, nimm ihn wahr. Das Beobachtende in uns lässt uns wahrnehmen, welche Reaktionen dieser Himmelsbote in uns auslöst. Fühle, spüre. Spüre sie, nimm sie wahr. Jesus, der Christus, sagte, denn wahrlich, ich sage euch, so wie es kein Leben auf der Erde ohne Sonne gibt, so gibt es ohne den Engel der Kraft kein Leben des Geistes. Öffnen wir uns ganz dieser Kraft, um sie bewusst und wissend zu empfangen.
nehmen wir sie mit unserem Nervensystem auf und lassen unseren ganzen Körper durchfluten, wahrnehmend den Inhalt dieser Kraft analysierend, ohne Worte, selbst gewahr, die Reaktionen in uns erfahrend. Danken wir, eine jede, ein jeder auf seine Art, schweigend oder mit Worten. Bleibe noch ganz in Resonanz mit dem Engel der Kraft und spüre gleichzeitig zu deinem Atem hin. Nimm ihn wahr. Spüre gleichzeitig auch deinen ganzen Körper. Nimm ihn wahr. Wir wissen, der Engel der Kraft und alle anderen himmlischen Kräfte sind immer um uns und in uns. Lass dir Zeit, diese Meditation langsam abzuschließen.